Ja, Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein ganz schlichtes Thema. Das Thema heißt Schlampen. Und ich möchte ausschließlich, oder sagen wir schwerpunktmäßig, mit Schlampen heute Nacht hier mich unterhalten. Also Schlampen der Nation, traut euch und ruft hier an bei mir. Und ich würde auch gerne mit dem einen oder anderen reden, der Schlampen in seiner Umgebung hat. Wie ist das? Mögt ihr die Schlampen oder sind diese Schlampen echt ätzend? 0130 2911, unsere Telefonnummer, und die Faxnummer 0130 1151 22. 0130 1151 22. Der erste Anrufer ist nur ein Mann und er heißt Manuel, 28. Ja, moin Domian, hallihallo. Zum Thema Schlampen. Ja, Domian, ich bin 1994 mit einer Schlampe zusammen gewesen. Aha. Wir haben zusammen gemeinsam eine Wohnung auch gehabt. Ja. Und ich bin eigentlich ein ja, sehr hartgesottener Bursche. Ich kann eigentlich sehr viel ab. Aha. Bloß, was sich da abgespielt hat. Also. Was hat sich da abgespielt? Ja, ich muss so sagen, die Vorgeschichte, ich hatte mich mit meinem Vater bös da zerstritten. Bin aus der Wohnung damals rausgeflogen. Mit deinem Vater? Ja, ja. Hatte die Frau damals kennengelernt. Mhm. Na, Liebe weiß, er kennt sowas auf den ersten Blick. Mhm. Ja, dann sind wir beide zusammengezogen. Und ja, nach so ungefähr einem Monat, da hatte ich dann erstmal richtig Lunte gerochen. So 20, 30 Pizzakartons unter der Spüle. Nein. Und da waren noch, naja, kleine grüne Haare drauf, kleine gelbe Erdbewohner nach dem Motto. Ja. Ja, das ging nachher so weit, verschimmelte Wäsche von ihr. Aha. Also von Schlüpfer bis zu was, auch immerhin. Aha. Sie selber hat sich auch nie gewaschen. Also es ist nur kein Mumpet, was ich hier erzähle. Das also das kommt auch noch hinzu, dass sie selbst in Sachen Körperpflege auch sehr, ja, sagen wir mal, vorsichtig nachlässig Schwein, war. Ein Schwein. Aber das musst du doch vorher schon gemerkt haben, wenn die sich nie gewaschen hat. Ja, was heißt ja, vorher nicht gemerkt haben. Ich bin damals viel zur See gefahren. Mhm. Alle zwei, drei Tage höchstens mal zu Hause gewesen. Mhm. Und da hatte sie sich gerade mal zufälligerweise geduscht. Zufälligerweise, ja. Vielleicht auch ein bisschen mehr Deo als alles andere drauf. Beschreib uns doch bitte noch ein bisschen die Wohnung. Also die Kartons unter der Spüle, die Schlüpfer und die alten Kleider, die nicht gewaschen waren, lagen in der Ecke rum, in den Ecken rum. Was noch? Ja, das fing soweit auch an. Besteck. Ich habe mich immer gewundert, dass sie so gut wie kein Besteck, kein Geschirr mehr hatte. Mhm. Das hatte ich nachher in der Küche gefunden. Das gibt ja so in den Einbauküchen heutzutage so tolle Ecken und Schubladen, mhm, wo man nachher mal so nach und nach mal reinschaut. Und das mir auch, wie gesagt, sind Teller mir entgegengekommen. Also, wie gesagt, die schönen, tollen, schneeweißen Haare schon drauf. Mhm. Also Schimmel und Käfer und Pilz und all sowas. So, ich bin damals in der Wohnung ekelhaft mehr am Putzen gewesen als alles andere. War denn die junge Dame, nennen wir sie mal junge Dame, war die berufstätig auch noch oder war die den ganzen Tag sogar zu Hause? Nein, also ich muss sagen, sie war arbeitslos. Ich meine, gut, da kann nun kein Mensch was dafür, um Gottes Willen. Mhm. Also ich will nun keinen Arbeitslosen nee, als Schlampe bezeichnen. Oder wie. Nein, natürlich nicht, aber umso mehr Zeit hätte sie ja eigentlich gehabt. Ja, sie hätte es eigentlich haben können. Bloß ihre Lieblingsbeschäftigung war gewesen, bis spät in die Nacht Fernsehen gucken, mittags, nachmittags erst aufstehen. Mhm. Wie hast du es denn dann übers Herz gebracht dann mit dieser Frau, die offensichtlich dann auch sehr gestunken hat, wenn sie sich nie gewaschen hat? Wie bist du mit der dann noch umgegangen? Zärtlichkeiten ausgetauscht? Nein, also Domian, ich muss sagen, wir beide sind noch nicht mal richtig, was heißt, ein halbes Jahr zusammen gewesen. Aha. Wenn ich Sex haben wollte, bin ich lieber zur Prostituierten gegangen. Ne? Also eine Schlampe, wie sie im Buch steht. Ja, eine also ganz ich habe ihr das Schlampe auch öfters gesagt. Ich habe ihr gesagt, Mensch Mädchen, geh doch mal bitte bei, nimm dir doch zum Beispiel mal einen Staubsauger. Hat aber alles nichts genutzt. Es hat nichts genutzt. Wie lange hast du es denn ausgehalten, bis du gesagt hast, hier, also jetzt langt's, ich gehe, ich ziehe aus wieder? Ja, ich muss sagen, sie hat nachher die Wohnung Hals über Kopf verlassen. Mhm. Sie hat nachher auch so einen Typ gefunden, der genauso wie es ist, auch wie sie. Sei du froh. Ja, das sowieso. Aber du musstest erstmal die ganze Wohnung desinfizieren und den Kammerjäger vielleicht kommen lassen. Nein, also Gott, so schlimm war das nicht. Bloß, wie gesagt, diese Sache hat böse mein Leben verändert. Inwiefern? Ja, ich habe ein großes Misstrauen jetzt auf Frauen gegenüber, ne? Ja. Sprich mal, irgendwann nochmal eine neue Partnerschaft. Das ist aber ungerecht. Die meisten Frauen sind ja wunderbar. Ja, bloß, Domian, sowas frisst sich in einen hinein. Ja, aber sowas es ist ja doch schon einige Jahre her, ne? Ja, naja, bloß wie gesagt, ich bin noch damals beigegangen. Ich wohne damals noch in Hallinghafen, würde ich gerne sagen, in der Ostseeküste. Ja, sag bloß, dass du seit dieser Zeit keine Frau mehr gehabt hast, glaube ich. Nein, nein, nein. Wie, keine Frau gehabt? Nein, nein. Junge, so geht das nicht. Ja, du sagst das nur. Manuel, der Seemann braucht doch eine Frau, ja, das geht doch nicht. Ja, bloß hier bei uns im sonnigen Bad Malende, da ist es so ein bisschen eng mit Frauen. Manuel, ich empfehle dir, die Vergangenheit wirklich irgendwie abzuhaken und such dir eine wunderbare, saubere, wohlriechende junge Frau.
Ja, ich bin ja auch schon immer viel am Suchen, bloß wie gesagt, Domian, sowas, ja, wie soll ich sagen, sowas steckt in einem noch drin. Das hat dich psychisch geradezu erschüttert, die ganze Sache. Ja, um ehrlich zu sagen, weil ich bin ja eigentlich auch sehr, ja, was heißt ja, Mamasöhnchen, aber... Du bist sensibel, ich mag das. Sensibel, wie trotzdem gesagt, auch in Sauberkeit, das merke ich jetzt auch in meiner Wohnung. Auf das bald eine sehr nette Frau, die über den Weg läuft. Lieber Manuel. Ich möchte noch was zu deiner Sendung sagen. Ja. Mach weiter so, du wir bist wirklich die Spitze. Wie gesagt, dich sehe ich eigentlich auch fast jeden Abend hier. Ich danke dir. Schleswig-Holstein sogar. Ja. Eine super Sendung. Bloß du musst mal versuchen, 1-2 Stunden mehr Sendezeit zu kriegen. Wir werden mal oben bei den Direktoren vorsprechen. Ja, gut, bedanke alles Gute, mich. Tschüss. Arno, noch ein Mann. Arno, 28. Ja, hallo Domi. Auch ein gebeutelter Mann von einer Schlampe. Ja, ein gebeutelter Mann kann man eigentlich nicht sagen. Ich hatte bisher so gutbürgerliche Beziehungen bisher hinter mir, so 2-3. Und irgendwie fand ich, ich habe auch jetzt eine Beziehung, die dauert jetzt schon 4 Jahre. Und es ist irgendwie zu langweilig für mich, finde ich. Ich suche irgendwie nach neuen Herausforderungen. Und warum hast du zum Thema Schlampen angerufen? Suchst du gar eine Schlampe? Ich suche eine Schlampe, ganz genau. Ach, also, ich finde keine. Also deine Freundin ist dir zu brav? Ganz genau, so ist es. Was wünschst du dir denn von einer Schlampe? Ja, ich wünsche von einer Schlampe, dass sie halt alles mitmacht, was ich möchte halt. Was möchtest du denn unbedingt? Ja, zügellosen Sex halt und dass man halt nicht unbedingt jetzt auf was weiß ich, mit Kondomen und so, dass man da nicht unbedingt drauf achtet, sondern einfach so. Aber ich muss jetzt keine Predigt halten, ne? Ich muss keine Predigt halten in Sachen AIDS. Das muss vorher geklärt sein und dann geht's natürlich auch ohne Kondome. Zügellosen Sex, das wünschst du dir von der Schlampe, was noch? Tja, was noch? Ja, halt zügellosen Sex. Also zügellosen Sex wünscht er sich und eventuell noch zügellosen Sex dazu. Kann man ja auch verstehen. Genau. Wieso trennst du dich denn nicht von deiner Freundin, wenn die so langweilig ist? Ja, dann habe ich ja gar keine Freundin mehr. Also du meinst lieber eine langweilige Freundin als gar keine Freundin und du hältst sie so lange warm, bis die richtige Schlampe da dir beim Weg läuft. Ja, Domi, du kennst meine Freundin nicht. Das ist wirklich schlimm, das ist kaum auszuhalten. Arno, ich würde mit dir gerne lange reden jetzt noch. Das geht leider nicht, weil die Leitung so schlecht ist. Du klingst so verdröhnt irgendwo. Aber du hast jetzt eine interessante Definition gebracht. Für dich bedeutet Schlampe eine Frau, die zügellosen Sex praktiziert und die dich so richtig nimmt und verwöhnt und alle Schweinereien mit dir macht. Sowas suchst du. Ja, genau. Das wünsche ich mir. Mit so einer Frau würde ich gerne auch noch reden heute Nacht. Ich wünsche sie dir, Arno. Alles Gute. Tschüss. Ja, das wünsche ich dir auch noch. Viel Spaß in der Sendung. Ja. Tschüss. Jetzt kommt die erste Frau. Ich bin ganz aufgeregt. Ist es eine oder erzählt sie von einer? Sigrid, 48. Hallo Domian. Hallo Sigrid. Nein, ich bin eine. Du bist eine Schlampe. Ich bin keine Schlampe. Aber ich kann mich hier kaum noch auf dem Stuhl halten. Also für den ersten Anrufer, möchte ich also mal sagen, Wegweiser, Erfahrungen sind also keine Rastplätze, sondern Wegweiser. Ich kann gar nicht verstehen, dass er da jetzt jahrelang als Eremit lebt, weil er einmal eine schlechte Erfahrung gemacht hat. So schlimm war es ja auch nicht dann. Nein, und zu dem zweiten kann ich eigentlich nur sagen, also das finde ich dann schon wieder unterste Schublade, also dann den Begriff der Schlampe mit... So sind die Männer. ...einer Frau, ja. Aber ich glaube, diese Denkweise, die gibt es nicht nur bei Männern, sondern vielleicht auch bei Frauen. Ja, die gibt es auch umgekehrt. Ja. Deswegen ich hast möchte du eigentlich mal was zum Begriff der Schlampe sagen. Ja. Zu der Herkunft des Wortes. Und zwar heißt es eigentlich, im Ursprung heißt eigentlich Schlampe nur nachlässiges Frauenzimmer. Nachlässiges Frauenzimmer. Nachlässiges Frauenzimmer. Ja. So, und in dem Wort Schlampe, das kommt also aus dem Mittelhochdeutschen, da steckt also das Wort Schlürfen und Schlemmen drin. Aha. Schlürfen und Schlemmen klingt nicht schlecht. Und Schlemmen heißt also eigentlich, hieß also früher im aus dem Plattdeutschen heraus, da steckt also auch ein bisschen Platt noch mit drin, heißt das ganz einfach ein Fress- und ein Trinkgelage feiern. Aha. Also eine Genießerin, ne? Der Begriff des Schlampampen. Aha. Er hat also schlampampt, er hat geschlürft und er hat gegessen ohne Ende. Und unter einem, also eine Schlampe, ein nachlässiges Frauenzimmer, da verstehe ich zum Beispiel auch einen Mensch, der 5 gerade sein lassen kann, der ganz einfach auch bequem sein kann. Bist du manchmal bequem? Ich bin immer bequem. Mhm. Also ich werde, glaube ich, von vielen Menschen als Schlampe bezeichnet, weil in meinem Lebensmittelpunkt meine kleine Wohnung, die ich habe, die ist also vollgepflastert mit Büchern. Ich lese also sehr viel. Ich habe gefragt, bist du Deutschlehrerin, dass du das alles so weißt? Nein, bin ich nicht. Interessiere mich ganz einfach nur für Sprache und für Herkunft. Wir haben eine wunderschöne deutsche Sprache und die wird ja doch ziemlich verunstaltet. Die wird verunstaltet von der englischen Sprache. Nicht nur von der englischen eigentlich. Aber wir haben ganz ja schlimm. Also überwiegende Begriffe.
Begriffe kommen aus dem Lateinischen, aus dem, sind eben halt gar nicht ursächlich deutsch, ne? Und deswegen finde ich, sollte man immer mal ein bisschen bewusst und achtsam eigentlich mit unserem Wort umgehen. Also interessant ist das, dass du jetzt sagst, dass es im Prinzip gar kein Schimpfwort Nein, ist. Nein, gar nicht. Sondern zum Beispiel eine unordentliche Frau, ja, wenn man mal von der Etymologie des Wortes hergeht, die würde nämlich eine Schlunze sein. Eine Schlunze? Eine Schlunze. Ein Schlunz ist also ganz etwas anderes als eine Schlampe, weil also in dem Schlampen also noch etwas anderes steckt. Würdest du sagen, eine Schlampe ist eine Frau, die, wie du gerade definiert hast, die auch mal fünfe gerade sein lässt und die auch genießt? Ja, ist richtig. Eine Genießerin. Ja, kennst du den Textor? Den Textor? Das ist also ein Abstammungsbuch, der ist also heute, ist das, was es heute gibt. Und wenn du da zum Beispiel unter Schlampe nachguckst, dann wirst du fünf verschiedene Rubriken finden mit verschiedenen Definitionen zu diesem Begriff, die also mehr oder weniger stark untereinander abgestuft sind. Wie oft putzt du die Fenster? Ich putze meine Fenster, wenn ich diese Katzenpfoten und die Katzennasen nicht mehr sehen kann. Aber sonst ist es zwischen den Büchern einigermaßen sauber. Oder immer staubig. Immer staubig. Ich habe so viele alte Bücher von, die sind also 100 Jahre und noch älter und ich lese so viel. Aber es krabbeln da nicht irgendwelche kleinen Tierchen rum. Nee, sowas so weit geht es also nicht. Das, was der Erste da erzählt hat mit diesem Schimmel und so, das ist also, das hat schon gar nichts mehr mit Schlampe zu tun, das ist ganz einfach ein Ferkel, ja. Also wenn man sich noch nicht ein anderes Wort. Schön ist, finde ich, auch das Wort, das du gerade genannt hast, Schlampampen. Schlampampen, ja. Schlampampen kommt vom Feiern. Ja. Er hat Schlampampen, ist eigentlich ein landwirtschaftlicher Begriff. Da steckt also von den Bauern Schlempe drin. Ja. Und zwar ist das ein Viehfutterrückstand. Mensch, also was man bei dir alles lernen kann. Ja, Sprache ist eine interessante Sprache. Ja, denn wir werden dich demnächst auch mal anrufen, wenn wir irgendwelche Begriffe klären müssen in Sachen Sex. Ja, also bei diesem Goldfisch-Sex hätte ich nicht helfen können. Nee, leider nicht. Sigrid, das war sehr lehrreich. Ja. Ich freue mich, dass ich so gebildete Zuschauer habe. Ja, ich gucke dich sehr gerne. Wir profitieren alle davon. Ja. Ich danke für deinen Anruf. Ich profitiere von deiner Sendung manchmal. Das ist auch schön. Tschüss, Sigrid. Okay, tschüss. Also, jetzt können wir beruhigt die Sendung weitermachen. Schlampen, wie wir es gehört haben, ist kein schlimmer Begriff, zumindest vom Ursprung her. Und nun sind wir gespannt, was Andrea zu sagen hat. 27 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Andrea, hi. Hi. Also, ich weiß, dass hinter meinem Rücken schon mal öfters gesagt wird, dass ich eine Schlampe wäre, weil ich viele Männerbekanntschaften hatte und oft wechselnden Sex und deshalb als Schlampe bezeichnet werde. Aber du bist 27 Jahre alt, ne? Steht hier auf meinem Monitor. Wie viele Männerbekanntschaften hattest du denn schon in deinem langen Leben? Oje, oje. Ich möchte wissen, wie viele Männer du schon hattest. Ja, circa 60. 60, das ist schon ganz schön viel, ne? Ja, das ist auch viel, das stimmt. Aber das ist irgendwie so ein Drang, wenn ich jemanden kennenlerne, irgendwie dieses Kribbeln. Ich muss das dann einfach ausprobieren. Vernaschst du die Jungs für ein, zwei Nächte nur oder sind da auch dann etwas längere Beziehungen dazwischen gewesen? Ja, die meisten, die waren dann immer nur für kurz und ich hatte auch schon längere Beziehungen, wo ich treu geblieben bin und wo ich das auch nicht brauchte. Mhm. Aber es gab zwischendurch auch Beziehungen, wo ich dann einfach nur gedacht habe, meine Güte, ich liebe meinen Partner, aber ich habe mir dann den Sex trotzdem irgendwo anders geholt. Mhm. Also es war schon komisch. Also eine untreue Frau auch. Bisweilen. Ja, doch, stimmt schon. Wenn die Menschen das hinter deinem Rücken sagen, das ist die Schlampe Andrea, was denkst du, stimmt eigentlich? Oder? Nein, das trifft mich. Nein, das trifft mich schon. Das trifft mich schon sehr. Denn ich würde mich nicht so bezeichnen. Ich hole mir nur das, was die Männer sich auch holen. So. Die Männer bezeichnet man dann auch nicht als Schlampen, die bezeichnet man dann als tolle Stiere oder so. Ich kann sagen, wenn ein Mann sagt, mit 27, ich habe 60 Frauen gehabt, sagt man echt cool, ne? Ja, bei einer Frau ist man so ein bisschen nachdenklich, ne? Ja, so ist es. Ne? Da stimmt irgendwas nicht, ne? Ja, und also ungerecht ist das. Finde ich nicht so toll. Ja. Ich bin momentan also sehr verliebt und denke auch nicht, dass ich anderen Sex brauche. Mhm. Wie lange bist du jetzt mit der aktuellen Männerbekanntschaft schon zusammen? Ja, ich kenne ihn seit anderthalb Jahren. Nur ich weiß nicht, wo ich da so richtig dran bin. Das ist das Problem. Ich bin total verliebt. Aber er ist nicht so in dich verliebt, oder wie? Ja, er sagt das schon, aber ich bin mir da meiner Sache nicht sicher. Mhm. Ich habe bis jetzt die meisten Männer ausgenutzt und jetzt werde ich auf einmal irgendwo im Dunkeln stehen gelassen und weiß nicht, wo ich dran bin. Siehst du, jetzt merkst du mal, wie es den armen Männern ergeht, was du mit denen immer gemacht hast. Jetzt musst du das am eigenen Leib auch erfahren. Ich bin aber auch schon oft enttäuscht worden da waren auch oft Dinge dabei, wo ich gedacht habe, meine Güte, die haben es verdient. Andrea mit den vielen Männern sagt von sich aus, dass sie keine Schlampe ist, sondern dass sie nur sich holt, was sie braucht, ne? Ja. Was dein Körper braucht, ne? Deine Seele. Genau. Was ist denn für dich eine Schlampe? Für mich ist eine Schlampe, die,
Nee, nicht die es für Geld machen. Nee, das wollen wir nicht sagen. Nein. Schlampen sind für mich die, ja, die dreckig sind. Die dreckig sind. Schon richtig. Die, wo die Frau vorher gesagt hat, ja. Die unsauber sind zu Hause. Aber du gehst auch, du duschst dich schon regelmäßig. Ja, natürlich. Machst dich schick zurecht, wahrscheinlich, um die Jungs abzuschleppen. Wo lernst du denn eigentlich deine Männer kennen, In der Disco. Und du bist so eine ganz offensive Frau, so wie sich die Männer sich das ja eigentlich wünschen. Du gehst auf die Männer zu. Ja. Oder lässt du sie kommen? Nee, ich gehe auch auf die Männer zu. Also meistens gehe ich auf die Männer zu und sage es dann das auch im Gespräch, wenn der Mann mir gefällt. Andrea, du bist, nehmen wir mal die Situation. Du bist in einer Diskothek. Ja. Ne, kennen wir ja alle die Situation. Ja. Und hast du irgendwo ein bisschen hinter der Theke den Schuss gesehen, ne? Ja. Ein Superknaller von Kerl. Ja. So, wie gehst du dann vor? Versuchst du erst Augenkontakt herzustellen oder gehst du direkt nah an ihn ran? Erst den Augenkontakt und dann stelle ich mich daneben und wenn er sich was bestellt, dann sage ich dann ganz, ganz plump einfach, ach ja, und wir haben auch Durst, wenn ich mit meiner Freundin da bin. Ja. Und dann kommt man automatisch ins Gespräch. Also man kann es ruhig ganz plump anfangen. Ja. Hauptsache man redet irgendwas, ne? Ist völlig wurscht. Ich bin da manchmal auch sehr dreist. Mhm. Und fällst du auch da mit der Tür ins Haus und sagst relativ schnell, dass du mit dem pennen willst? Nee, nicht so direkt. Mhm. Nee, nicht so direkt. Das ergibt sich irgendwie im Gespräch. Mhm. Die Männer sind ja dann auch so. Man sieht denen das an, ob sie wollen oder nicht. Mhm. Aber die meisten Männer wollen doch sicher dann auch, ne? Ja, natürlich. Ja. Und dann ich sag dann auch meistens, ja gut, das für einmal und dann nicht mehr anrufen oder. Aber in der Regel muss den Männern das doch gefallen. Ich höre immer von Männerseite, dass denen das auf den Geist geht, dass die dann unter Umständen dann Frauen an der Backe haben, die sie nicht mehr loswerden, wenn die nur einmal Sex haben wollten, die Männer. Du bist doch eigentlich dann so eine ideale Partnerin für die meisten Männer. Oder? Ja, ich sehe das auch so. Ja, Also ich wünsche dir jetzt für den 61., der da gerade in der Mache ist, Glück. Ganz einfach Glück. Dankeschön. Ne, dass ihr beide schöne Zeit habt miteinander. Ja, hoffe ich auch. Alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss, Andrea. Bis dann, tschüss. Sie hat ja auch so ein bisschen so eine lassive Stimme gehabt, ne? Kam nicht schlecht, gefällt mir. Michaela, 30. Ja, hallo, hier ist Michaela, guten Abend. Gute Nacht. Guten Morgen. Ja, Schlampe, also ich habe gerade im Vorgespräch schon mal gesagt, dass ich den Begriff der Schlampe eigentlich sehr positiv definiere. Ja. Und ich muss dazu nochmal Sigrid gratulieren. Also ich fand die Definition auch ziemlich klasse, die sie gebracht hat. Also Glückwunsch, wirklich sehr gebildet. Und eine Schlampe, wie gesagt, ich habe damit bisher als Begriff oder auch so wie ich genannt werde, dann auch teilweise sehr positive Erfahrungen gemacht, weil ich bin schon mit, ich bin jetzt 30 und ich bin mit 14, 15 ungefähr, ich kann mich so gerade noch erinnern, als Schlampi bezeichnet worden damals. Warum? Weil du unordentlich warst, oder? Nee, gar nicht mal. Also, es war einfach so, es war damals so die Zeit, keine Ahnung, so rosa gefärbte Hosen, so alte Unterhemden vom Opa auftragen und so lange weiße Hemden und so weiter. Und es gab da halt diese Popper damals und eben diese Freaks. Und ich war halt so mehr der Freak und wurde dann eben so Schlampi genannt. Also weil du so schlabberig angezogen warst? Ja, genau, schlampig angezogen. Hatte das damals was ausgemacht, dass die Leute dich so genannt haben? Nee, gar nicht. Ich fand das eigentlich immer sehr, sehr schön, so, weil es ist irgendwie Schlampi, klingt ja auch so ein bisschen verniedlichend und es war eigentlich für mich immer sehr schön. Hat sich denn dieser Begriff jetzt von deinem 15. Lebensjahr bis in das 30. Lebensjahr, hat dich der Begriff begleitet? Nennen die Menschen dich heute auch noch so? Gar nicht mal. Nur ich denke halt immer, dass, also leider nicht, weil ich finde, als Spitznamen finde ich es eigentlich ganz nett, dieses Schlampi. Aber ich denke einfach mal, dass es irgendwie, es ist, eine Schlampe ist für mich wirklich was Positives, weil ich denke, ich mittlerweile, wenn ich mich als Schlampe bezeichne, dann bezeichne ich mich eher als trinkfest halt. Ich halte es also mit den Männern gleich und versuche Aspekt. Den Männern Stand zu halten, wenn ich zum Beispiel ausgehe oder so und halt was trinke, das finde ich eigentlich sehr schön. Es und was gerade die Vorrednerin gesagt hat, von wegen jetzt Männer abschleppen und dann Schlampe sein, finde ich eigentlich gar nicht mal so. Mhm. Also es ist, ich würde keine Frau als Schlampe bezeichnen, die irgendwie jetzt jeden Abend irgendwie Mann ab. Wie würde man eine solche Frau bezeichnen? Weiß ich gar nicht mal. Ich weiß nicht, ob es dafür überhaupt einen Begriff gibt oder ob es dafür überhaupt einen Griff geben sollte. Mhm. Also ich denke mir, jeder kann tun, was er oder sollte tun, was er das tun sowieso. Lust hat. Das sowieso. Und, wir wollen die Leute ja gar nicht bezeichnen oder beschimpfen. Und irgendwo, finde ich, bei Männern, da gibt es ja auch keinen bestimmten Begriff. Und Frauen werden ja meist, keine Ahnung, wenn man sie oder wenn man vermutet oder wenn man halt sieht, dass sie jeden Abend einen anderen abschleppen, eher als Nutte bezeichnen, meinetwegen. Und das finde ich also negativ und eher eine Schlampe ist für mich eher so ein positiver Satz. Du hast jetzt noch einen Aspekt eingebracht, nämlich, dass die unter Umständen auch trinkfest sind, die Frauen. Ja, natürlich. Es gibt hier in Köln eine wunderbare
Band, die heißt Thekenschlampen, die ich heiße und innig liebe, richtig, die wirklich wunderbar sind und die auch mit diesem Begriff ganz offensiv umgehen. Ne? Genau, richtig. Und das ist eigentlich so mehr diese Assoziation, die ich dann auch eben trage, halt, dass ja. eben wirklich dieser Begriff der Schlampe halt eine trinkfeste Frau, die es mit Männern eben gut aufnehmen kann, sag ich mal. Und was ich gehe davon aus, dass du so eine Frau bist. Ja, bin ich. Und ich habe auch eigentlich fast nur Männerbekanntschaften und ich finde das auch nicht negativ. Und ich glaube, dass Schlampen auch ganz viel und schnell reden können. So das wie, ist wohl wahr. So genau. Wie du auch. Ich danke für deinen Anruf. Okay, tschüss, Michael. Also, tschüss. Ciao. Also, falls ihr nur gerade zugeschaltet haben solltet, dann ist euch sicher nicht entgangen, dass unser Thema heute Nacht Schlampen heißt. Und wenn ihr euch zu dem Thema äußern möchtet, wenn ihr eine Schlampe seid, wenn ihr so tituliert werdet vielleicht von der Außenwelt oder wenn ihr eine Schlampe in eurer Umgebung kennt und sie gerne habt oder gar nicht gerne habt, dann ruft mich an 0130 2911. Und dann können wir vielleicht über den einen oder anderen Aspekt ein wenig plauschen hier. Patrick oder Patrick, 22. Ja, Patrick ist das. Domian. Patrick. Hallo Jürgen. Hi. Erstmal Kompliment zu deinem T-Shirt. Das passt ja wunderbar zu deiner Ausstattung da, zu den ja, zwei. Ja, das ist hier alles aufeinander abgestimmt. Uniform. Wir sitzen immer eine Stunde vor der Sendung zusammen und denken, was zieht er an, was passt zu dem Hirsch und sowas, weißt du? So geht das hier ab. Geh mal mit dem Telefon nah an deinen Mund, damit wir dich schön klar verstehen. Bin ich. Okay. Ja. Ich rufe an, ich wohne also mit einer männlichen Schlampe zusammen. Mit einer männlichen Schlampe? Mit einer männlichen Schlampe, ja. Das gibt's ja auch, ne? Und das gibt's auch. Ist der schwul? Nein. Nicht schwul, nee. Also ich studiere hier in Köln und wohne mit einem Kommilitonen zusammen. Ja. Und der ist halt etwas unordentlich. Und das nimmt jetzt schon Ausmaße an, dass das doch etwas nervt. Also ich kann mal ein paar Beispiele aufzählen. Und zwar geht das über halt, wenn er sich rasiert, fliegen die Barthaare überall rum im Badezimmer auf meine Zahnbürste und überall hin. Und du putzt dir dann die Zähne mit seinen Barthaaren. Müsste ich quasi, ja. Wenn ich das nicht ausspülen will. Und wenn er sich duscht, dann trocknet er sich dann nicht in der Badewanne ab, sondern außerhalb und dann sind überall die Schamhaare und spülen läuft auch nicht so besonders und saugen sowieso gar nicht. Heikles Thema bei solchen Wohngemeinschaften ist auch immer das Klo. Ja, genau. Wie verlässt er das Klo? Richtig, also im Stehen pinkeln natürlich, weil er sonst sich hier in seiner männlichen Ehre wahrscheinlich verletzt fühlt. Ich weiß es nicht. Ja. Darüber wollen wir jetzt nicht streiten, das sehe ich ja auch so, aber das ist jetzt nicht das Thema. Dann geht natürlich einiges auch daneben und derjenige, der das dann wegmachen muss, bin ich. Und das nervt natürlich ziemlich mit der Zeit. Und durch sowas kann natürlich auch eine Freundschaft zerbrechen. Mhm. Also ist ja schon richtig so Zoff zwischen euch entstanden deshalb? Ja, eigentlich schon, ja. Wie lange wohnt ihr jetzt zusammen? Jetzt fast seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren. War es denn am Anfang ein bisschen harmloser, oder? Ja, am Anfang hat es mich gar nicht so gestört und jetzt mit der Zeit nervt es mich umso mehr und jetzt bin ich auch gerade in Prüfungsstress und wenn ich dann noch alles wegmachen und sauber also, halten muss, dann habe ich ja auch nicht die Zeit dann dazu. Ist klar. Ich hatte mal vor einer Weile jemanden hier in der Sendung, der sammelt Schamhaare. Vielleicht solltest du die mal sammeln und an den Zuschauer weitergeben. Na klasse. nicht so mein Fall, glaube ich. Sehr gute Idee. Also, wie reagiert er darauf, wenn du ihn kritisierst? Wenn ich ihn kritisiere, dann kommen eigentlich im Prinzip nur Ausflüchte und ja, das müssen wir mal ändern und so. Und ich denke, er merkt das auch gar nicht so. Er achtet da auch gar nicht so drauf, auf die Sauberkeit und sowas. Mhm. Könntest du dir vorstellen, dass sich wirklich völlig entzweit zwischen euch beiden? Ja, ich denke, darauf wird es schon hinauslaufen. Ne? Ich meine, wenn das dann so weitergeht, dann müssen wir uns halt sowohl über oder übel irgendwann trennen. Denn es sind ja nicht nur ästhetische Gründe, es sind ja auch hygienische Gründe, die da eine Rolle spielen. Und das ist ja dann schon schwerwiegend. Wie ist es denn in der Küche? Spült er denn zumindest, hält er sich so an die Regelungen oder an die Absprachen, wer wann abspült? Eigentlich nicht. Also stehen meistens die Sachen immer so lange rum, bis er sie dann spült, aber dann kommen auch direkt wieder schmutzige Sachen nach. Würdest du denn von dir sagen, dass du eher so der Pingel bist, oder würdest du von dir sagen, dass du eher so normal ausgerichtet bist, was so Hygiene angeht? Ich bin schon etwas pingelig, möchte ich sagen, aber ich würde sagen, dass ich das auch noch in den zumutbaren Grenzen hält. Mhm. Also das ist wirklich ein Punkt, worüber man sehr eingehend reden sollte, wenn man mit jemandem zusammenzieht, ne? Weil das kann die größten Freundschaften zerstören, sowas. Ja, richtig. Und ja, gerade in der Prüfungszeit. Natürlich, auch jetzt, ja. Also. Und da wollte ich auch nochmal hier meine Jungs grüßen, den Jan, Marc, Philipp, Hiro und das war's schon, die jetzt eigentlich lernen sollten, aber deine Sendung gucken. Na gut, weil sie die Sendung gucken, durftest du auch grüßen. Patrick, ja, alles Gute. Danke dir. Tschüss. Hau rein, ciao. Silvia, 32. Ja, hallo, hier ist die Silvia. Ja.
Ich bin 32, wollte mich auch zu dem Thema melden. Und zwar bin ich eine Beziehungsschlampe. Was ist das, eine Beziehungsschlampe? Ja, ist mein allgemeiner Begriff, also für mich selber vielleicht auch. Also Beziehungsschlampe, lass mich raten. Da würde ich denken, du vernachlässigst deinen Partner, du gehst gerne mal fremd, du flirtest mit anderen Männern. Ja. Und du gehst nicht viel auf die Bedürfnisse deines Freundes ein, ja, du verwöhnst schon. Ihn nicht und so weiter. So würde ich mir das vorstellen. Nein, eigentlich schon. Sag ich mal, die Bedürfnisse und so weiter, also auf meinen Partner gehe ich schon ein. Mhm. Bloß ich habe gemerkt, also das ist ein Mensch, der sehr viel, sag ich mal, rumkommt, berufsbedingt, ja. Mhm. Und dadurch, sag ich mal, flirt und dies und das und jenes. Und dann habe ich so einige Nackenschläge einstecken müssen, ja. Mhm. Und aufgrund dessen habe ich mir gedacht, naja. Wie du mir, so ich dir. So, es wird gespielt, ich spiele mit. Mhm. Und ich mache das eben, sag ich mal, auf die stille Art und Weise. Also konkret, genau, was machst du? Ich habe zwei andere Partner noch dabei. Heimlich nebenher laufen? Ja. Pfui! Und ich bin bis heute noch nicht damit aufgeflogen. Du hast drei Männer? Aber ganz korrekt. Wie ganz korrekt? Ja, also. Du bist mit allen drei verheiratet. Nein, ich bin nicht verheiratet. Also, nicht. Also ich habe eine feste Beziehung, sag ich mal. Also und diese Beziehung braucht zwischendurch hier und da immer ein bisschen Aufputsch. Mhm. Zu Anfangs hat es mir wehgetan und dann habe ich mir selber ein Spiel daraus gemacht. So, habe jetzt zwei Partner rein sexuell noch dabei. Keiner weiß, dass es da noch andere gibt? Nein. Und die Nebengeliebten, die wissen auch nicht, dass du einen Hauptgeliebten hast? Doch, einer. Einer weiß das? Ja. Mhm. Einer weiß. Und wie lange geht dieses Spielchen jetzt schon? Zwei Jahre. Zwei Jahre schon? Ja. Und wie ist so die Frequenz? Wie oft siehst du die Nebengeliebten? Ja, also das so oft, wie ich möchte. Das und da geht es nur um Sex? Ja, das kann ich telefonisch abklären, ja. Kommt es so, ich frage jetzt mal, einmal in der Woche vor, zweimal in der Woche? Ja, häufig, sag ich häufig. Mal. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe auch noch ein Kind und von daher, sag ich mal, ist es ja nicht so, dass ich jetzt ständig außer Haus bin. Aha. Und das hat sich eigentlich mehr oder weniger so entwickelt, sag ich mal. Also ich habe meinen Partner kennengelernt, der hat sich so interessant geredet in puncto Sex und dies und das, ne? Aber und irgendwo war es so langweilig gewesen. Und dann eben daraus hinaus, sag ich mal, ist alles so ein bisschen, ja, sag ich mal, es wurde viel versprochen und wenig getan. Aber du hast mit deinem Hauptpartner auch ab und zu noch Sex. Ja, natürlich. Das schon, ne? Ja, aber den findest du nicht so knallig, den Sex. Ja, ich bin mehr der Mensch, sag ich mal, ich brauche immer so gewisse Anreize. Also ich mag auch Pärchenclubs und so weiter und so fort, sag ich mal, wo ich live auch was sehen kann. Wohnst du denn mit deinem Hauptpartner zusammen? Nein. Nee, dann ging das ja gar nicht. Nein, ne? Das ging nicht. Lebst du denn, du sagst gerade, du brauchst auch noch Pärchenclubs und sowas, gehst du denn mit einem von deinen Nebengeliebten schon mal in solche... Ja. Hast du nicht irre Angst, dass das alles mal irgendwann auffliegt und die Jungs dich alle allein lassen? Nein, eigentlich nicht. Was meinst du, was dein Hauptpartner? Ich spiele ja da auch korrekt mit. Ne? Also ja, korrekt ist es ja nicht. Korrekt wäre es ja, wenn dein Hauptpartner zum Beispiel das wüsste. Ja, aber. So ist es ja mal, schon ein bisschen feige. Ja, was heißt feige? Ich sag mal, er schlawenzelt ja anderen Frauen hinterher. Und meinst du denn, dass er auch so noch drei Frauen am Laufen hat nebenher? Nee. Das nicht. Also du bist da schon die Hardcore-Nummer von euch beiden. Ja, eigentlich schon. Hast du kein schlechtes Gewissen? Nein, eigentlich nicht. Liebst du ihn denn? Nicht mehr. Nicht mehr? Warum bist du mit ihm überhaupt denn noch zusammen? Zusammen. Aus dem Grunde, sag ich mal, also so, wir haben eigentlich so ein harmonisches Verhältnis. Also ich meine nur punkto Sex und eben halt... Aber dann könnte man das auch offen sagen. Dann könnte man sagen, das ist eine gute Freundschaft. Hier, Junge, lass uns befreundet sein und ich mache meine Sachen nebenher. Ja, aber wir kommen da beide mit zurecht. Okay, ich will dir jetzt nicht meine Moral aufzwängen. Ich könnte es nicht, aber wenn du damit glücklich bist, das ist natürlich dann wirklich eine richtige Beziehungsschlampe, ne? Ja, weil ich merke auch, sag ich mal, insgeheim wird das auch gefordert so. Also man merkt es schon an so einem Menschen, wenn man den schon eine Weile kennt. Ne? Du meinst also letztendlich ist dein Freund daran schuld, dass du jetzt so mutiert bist? Ja, also ich sag mal, bei jedem anderen würde ich das nicht machen. Ja. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, so richtig jemanden kennenlernen würde und ich wäre richtig verliebt, dann würde mir das mit Sicherheit nicht passen. Wäre denn eine Steigerung noch möglich? Du hast drei Männer gleichzeitig, könnten es auch vielleicht vier noch sein? Also vier insgesamt sein? Das reicht. Das reicht, ja. Also du kannst immer so nach Lust und Laune, wen du gerade, auf wen du Bock hast, rufst du an und sagst, kann ich mal früher kommen, Schatz? Ja. Sowas, ne? Ja, das funktioniert. Praktisch, ne? Ja, finde ich doch. Weil, wie gesagt, also Frauen, warum sollen Frauen nicht auch so sein? Ja, ne? Also ich finde ich schimpfe ja jetzt auch nicht, also ich sag mal, ich spiele auch irgendwo korrekt mit, bloß sag ich mal, der Hauptpartner, der möchte das nicht wissen. Insgeheim weiter, oder? Also, Silvia,
Du Beziehungsschlampe, schön, dass du angerufen hast. Ja. Und mir alles erzählt hast aus deinem geheimen Leben. Ja, nu. Viel Spaß weiter. Ja, danke. Mein Ding wäre es nicht, aber egal. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. 1:30 Uhr, 17 Sekunden. Jetzt machen wir Pause. So könnt ihr uns erreichen. Hier ist 1 Live Domian, Talkradio aus Köln von Radio 1 Live und dem WDR Fernsehen. Und unser Thema heute Nacht heißt Schlampen. Ich möchte mit Schlampen reden und ich möchte mit Leuten reden, die Schlampen in ihrer Umgebung haben. 0130 2911, die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 1151 22. Herzlich willkommen, Maria, 67 Jahre alt. Schönen guten Abend, Domian. Hallo, Maria. Zum Thema Schlampen. Ja, da habe ich ein Problem. Ein Problem? Ja. Leg los. Meine Schwiegertochter, die hat ein Schlafzimmer, da können sie nicht mehr gehen. Von rote Rosen, vertrocknete, vergammelte, bis dreckige Wäsche, bis Essenspakete, alles liegt da. Im Schlafzimmer? Ja. Die andere Aha. Zimmer geht. Aha. Das ist ganz fürchterlich. Ja. Wie lange geht denn das schon so? Oder schon immer. Wie schon immer? Seit vielen, vielen Jahren? Ja. Was sagt ja, man? 4, 5 Jahren. Ja. Was sagt dein Sohn denn dazu? Der geht ja nachts arbeiten, der ist nachts nicht zu Hause. Aber tagsüber sieht er das Schlafzimmer doch auch. Ja, der räumt es ja auch mit auf. Er räumt es nur auf, ja. Der räumt es auf? Er räumt es auf, ja. Warum, wie kommt es denn, dass nun gerade das Schlafzimmer so unaufgeräumt ja, ist? Ja, eben weil das immer das Übel ist da. Fürchterlich. Aber ich schätze auch, da sind die beide dran schuld. Weil sie geht ja auch über Dach arbeiten. Aber das Schlimmste daran ist, sie ist ja nachts alleine. Mein Sohn geht auf Arbeit, holt sich meinen anderen Sohn nachts ins Bett. Wie bitte, den anderen Sohn? Also den Schwager? Wo wohnt der denn? Ja, die wohnt in einem Ort. In einem Ort? Möchte ich nicht nennen. Nee, um Gottes Willen, nein. Weil ich weiß, dass sie zuguckt. Die guckt dich auch gehen Abend. Woher weißt du das denn, dass sie das macht? Meine eine Schwiegertochter hat das rausgekriegt. Die weiß es, der eine Sohn weiß es, die Schwiegertochter weiß es. Also in der Verwandtschaft ist es rum? Nee, nur unter die drei und mir. Ach so. Ich weiß es als Mutter. Ja. Und dein Sohn weiß das nicht? Nein. Nee. Hast du mal darüber nachgedacht, ihm das zu erzählen? Nein. Warum nicht? Da sind Kinder im Spiel und das tut mir zu weh. Wie lange läuft das Verhältnis jetzt schon zwischen... Ja, jetzt im Moment ist ein kleines bisschen Ruhe, aber das ist eine ganze Weile gelaufen. Also das hört sich hier schon verdammt ernst an und passt gar nicht so. Wir haben gerade so locker und flockig uns über das Thema unterhalten. Das macht dir ja auch zu schaffen, ne? Höre ich ja, an der Stimme. Da bin ich krank von, das können Sie mir glauben. Ja, ja. Hast du denn mit ihr mal so unter vier Augen gesprochen? Ja, das habe ich ja. Und was wie? Ich habe ihr dann auch gesagt, dass ich es ihrem Mann nicht sagen werde, eben weil die Kinder da sind und sie wird dann viel verlieren. Aber ich werde nicht mit fertig, ich kann nicht dafür. Was hat sie denn gesagt, als du sie angesprochen hast? Hat sie es zugegeben? Er hat erstmal abgestritten. Dann habe ich Einzelheiten gesagt. Aber ich habe es auch meinem Sohn nicht gesagt. Der war heute Abend noch hier. Hat sie es denn letztendlich dann eingestanden schon? Ja, ja. Ja, mein Sohn hat es ja auch zugegeben, der eine. Der eine. Und hat sie denn Besserung versprochen oder hat sie gesagt, das geht dich nichts an, Maria? Ja, teils. Also du hast den Eindruck, du kannst da gar nicht viel machen. Nee, ich möchte mich da auch nicht reinmischen. Trotzdem tut es dir weh und belastet dich enorm. Ja, sicher, es sind ja zwei Seiten. Natürlich, ja. Ich muss mich das von der Seite anhören, von der anderen Seite, die da hintergangen worden ist. Die Schwiegertochter, die ist immer dauernd hier und ich weiß nicht, was ich da machen soll. Naja.
Also dir wäre sehr, dir würde ein Stein vom Herzen fallen und dann dir wäre wohler, wenn die Sache zumindest mit dem Fremdgehen schon mal eingeschränkt wäre. Ja, sicher. Die Sache mit dem unaufgeräumten Schlafzimmer kann man ja noch drüber hinwegsehen. Ach ja, die Stamperei, da sehe ich vielleicht noch drüber weg, weil ich brauche ja nicht aufzuräumen und... Was meinst du denn, wenn das dein Sohn rauskriegt? Durch Zufall, kann ja sein. Es gibt ja, Verrückte. Wie würde der dann darauf reagieren? Das weiß ich nicht, weil das ist ein Typ, ich weiß es nicht. Der hat eine leitende Stellung nachts. Also du hältst... Und die Schwägerin. Die arbeitet auch noch bei ihm. Ach du lieber, also ganz, ganz verknäult alles miteinander. Ja, ganz verknäult. Und ich werde da nicht mit fertig. Das tut mir sehr, sehr leid, Maria, aber ich kann dir da keinen Rat geben. Das ist dir klar, ne? Ja, das ist mir klar. Es kann natürlich sein, wenn du sagst, dass sie diese Sendung auch hört, dass wir vielleicht sie ein bisschen erreichen können. Oder wenn ich jetzt sage, dass ich das auch nicht so toll finde, vor allen Dingen, sie gefährdet ihre Ehe, sie hintergeht ihren Mann, die ganzen Verwandtschaftsverhältnisse sind höchst angespannt. Vielleicht hat das eine kleine Wirkung. Aber wer weiß, ich glaube es eigentlich nicht. Nee, ich auch nicht. Muss gucken, wie ich damit fertig werde. Ja. Alles Gute, Maria. Danke. Alles Gute, tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich die Natalia? Hallo? Natalia. Natalia. Ja. Entschuldigung. Mach nix. Natalia. Ja. Du hast dich zum Thema Schlampen gemeldet. Ja, und ich muss sagen, ich bin eine. Ich hätte es mir fast beinahe gedacht. Warum? Wie du so deinen Namen ausgesprochen hast. Ja, Natalia. Natalia. Weißt du, wie du klingst? Ich will dir das nicht zu nahe treten. Ich mag sie sehr gerne. Du klingst, wie soll ich sagen, so ein bisschen wie Dolly Buster. Was? Nein, ich finde Dolly Buster, wenn sie so spricht, wirklich wunderbar und sehr putzig und sehr nett. Und das kann ich, muss ich jetzt auch sagen, finde ich jetzt natürlich von dir aus auch. Also, erzähle mir von dir, Natalia. Warum bist du eine Schlampe? Ja, ich und meine Freundin ist eine Schlampe. Ja. Wir und hier sind zwei Schlampen. Und wenn wir halt irgendwo hin ausgehen, so Disco oder so, dann machen wir natürlich Männer an und so. Ja, und wenn einer da so uns hinterher ruft, so Schlampe oder so. Dann wie, das rufen die hinter euch her sogar, die Männer? Ja, es gibt ja schon manchmal so Auseinandersetzungen und so. Was ruft ihr den Männern dann zu, wenn die euch Nee, die Männer rufen uns dann hinterher und dann ihr Schlampe und so, dann drehen wir uns so hart um und sagen, wir stehen auch dazu. Das ist toll. Ja. Ihr sagt, na klar, wir sind Schlampen und wir sind stolz darauf. Ja. Und ich bin auch der Meinung, dass Schlampe kein Schimpfwort ist. Ich verstehe überhaupt nicht, warum Männer das auch Frauen das als Schimpfwort benutzen. Das benutzen auch Frauen als Schimpfwort ja, für andere Frauen. Ja, habe ich auch gesagt. Ja. Und wie? Aber ich meine, dass Schlampe ist kein Schimpfwort, sondern Schlampe ist eine Genießerin. Das haben wir gerade schon gelernt. Ne? Ja. Jetzt erklär uns doch noch ein bisschen, du hast schon gesagt, dass ihr gerne ausgeht und auch Männer ansprecht und Männer verführt. Was euch denn sonst noch zur Schlampe macht, euch beiden? Uns beiden. Also Stichwort Männer, wie viele Männer habt ihr so? Ich kann jetzt auch von mir reden, also mir und meinem Freund, da bin ich im Bett manchmal so wirklich eine Schlampe. Also ich nutze meinen Freund im Bett so richtig aus. Also danach sehen sich ja nur auch viele Männer, ne? Du bist richtig zügellos im Bett. Ich bin eine so wilde Schlampe im Bett. Ist doch wunderbar. Ja. Eine wilde Schlampe im Bett, zügellos. Ja. Also dein Freund kann sich bei dir gar nicht beklagen. Nee, der ist total zufrieden mit mir. Wie lange bist du mit dem zusammen? 6 Monate. 6 Monate. Bist du ihm denn jetzt unter uns beiden Betschwestern? Bist du ihm treu geblieben, die 6 Monate? Ich bin immer treu. In Beziehung immer. Bin ich immer treu. Hey. Ich bin eine treue, wilde Schlampe oder so, was weiß ich. Mit zügellosem Sex? Ja. Und deine Freundin würdest du genauso beschreiben? Ne? Ja. 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 Und, sie hat... Bitte? Sie hat genug Sex. Ja. Also ich merke, es läuft alles auf Sex raus und auch auf Männer anmachen, wenn euch danach ist. Ne? Aber du bist treu, du bist keine Beziehungsschlampe. Nee. Ich danke dir für deinen Anruf. Danke. Und finde deine Stimme sehr putzig. Ah, danke. Tschüss. Tschüss. Jens, 20. Ja.
Ja. Hallo. Ein Mann. Ein Mann, ja. Ein richtiger Mann. Wahrhaftig, leibhaftig. Leibhaftig, ja, zum Thema Schlampe. Ja, ich bestehe, ich bin eine Schlampe. Du bist eine Schlampe. Ja, aber nicht so, wie meine Vorgängerin es gerade gesagt hat, nicht im sexuellen Bereich, mehr im Ordnungsbereich. Also du bist auch sehr unordentlich. Bei dir liegen auch die Schamhaare im Badezimmer rum. Du pinkelst neben das WC-Becken. Du räumst nicht auf. Das? Oder was? Das war's. Das war's. Genau, mein Zimmer, also ich momentan wohne bei meinen Eltern noch. Mhm. Und ja, so ein kleines Zimmer habe ich halt, also nichts groß mit Küche und Badezimmer. Mhm. Und da sieht's dann doch immer recht saumäßig aus. Mhm. Wie saumäßig beschreibt man? Wie saumäßig sieht's da aus? Ach Gott, ja, ich habe zum Beispiel einen großen Fehler. Ich liege also den meisten Tag, wenn ich zu Hause bin, in meinem Zimmer, bin auf dem Bett. Mhm. Gucke Fernsehen oder was auch immer ich mache, lese. Mhm. Und was immer anfällt, was immer an Müll anfällt, leere Zigarettenschachteln oder Pappkartons von irgendwelchen Essensresten oder Taschentücher, das landet direkt neben dem Bett. Mhm. Immer direkt neben dem Bett? Direkt neben dem Bett. Aha. Also ich denke mir auch nichts groß beides, also nicht böswillig oder so. Mhm. Nur halt, ich denke halt, jetzt stehe ich nicht extra auf und gehe zum Mülleimer. Wie lange liegt das denn da neben dem Bett? Das ist ja die entscheidende Frage. Wie hoch oder was? Nee, wie lange das da liegt. Ach so, ja, das ist das Problem. Vier Wochen oder so? Ja, doch so. Es können bis zu 3 Wochen werden. Und dann kriegt deine Mutter Schlag, wenn die da reinkommt? Das ist erst einmal, meine Mutter kennt mich schon seit 20 Jahren, der macht das nicht mehr so viel aus. Wer ist denn für die Sauberkeit deines Zimmers zuständig? Ja, zuständig bin ich dafür. Ja. Allerdings, das Schlimme ist ja, dass ich bin nur eine Freundin, mhm, und die kennt mich auch schon etwas länger. Mhm. Nur immer, wenn die also bei mir ist und dann dieses Chaos sieht, dann fängt die also immer an aufzuräumen. Mhm. An sich finde ich das ganz toll. Ja. Einerseits ist mir das auch ein bisschen peinlich und so, ne, ja, dass sie das dann machen muss. Aber andererseits finde ich das auch, mag ich das nicht ganz so gerne eigentlich, klar, wenn andere Leute mal Sachen aufräumen. Aber fühlst du dich denn in dem ganzen Siff dann nicht auch sehr unwohl? Das ist die Sache. Also eigentlich. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also ein bisschen schon. Ne? Also die Mutter kommt gar nicht rein und macht gar nichts in deinem Zimmer. Doch, die kommt rein und sagt dann auch ganz normal, Mensch, räum mal wieder auf und so. Also klar, aber die macht nichts. Die, nein, die macht die nichts. Saugt keinen Staub und wischt nicht und gar nichts. Ja, nein, die sagt, das ist meine Angelegenheit und da hat sie irgendwo auch recht. Wie sieht's denn so mit den anderen Bereichen des Zimmers aus? Stichwort Bett. Stichwort Bett. Ja, kümmerst du dich um das Bett auch selbst? Ja, ja, das ist okay. Was heißt okay? Wie oft wird das gewechselt? Was? Also die Bettwäsche? Das Bettlaken, ja. Ach so, ja, weiß ich nicht, so jeden Monat mal oder so. Also das machst du aber auch selbst? Ja, das mache ich wohl selber. Ja. Wie soll das bloß enden, wenn du eine eigene Wohnung hast? So ist es, aber wohl da wahrscheinlich dann wird es dann anders laufen. Gehe ich mal auf, hoffe ich jedenfalls, ja, für mich. Du ganz kurz, ich möchte gerade mal bitte die Gelegenheit nutzen, wenn ich darf. Nein, darfst du nicht. Bitte. Was willst du jetzt machen? Ich möchte mich nur bei meiner Freundin entschuldigen. Ah, na gut, entschuldige dich. Es tut mir sehr, sehr leid, dass ich immer so unordentlich bin und verzeih mir, aber räum bitte nicht mehr auf, finde ich. Gehört zum Thema. Verzeih mir, dass ich immer alles neben das Bett werfe. Ja. Ne, so meinst du es. So ungefähr, ja. Weil ich nicht wiederfinde, wenn die aufräumt. Also. Dann gelobe doch ein wenig Besserung. Das würde mir gut gefallen und der Freundin auch. Das würde ich ja wirklich gerne tun, aber ich glaube, ich fasse, dass ich unverbesserlich bin. Jens, du musst zur Bundeswehr. Ich war bei der Bundeswehr. Du warst bei der Bundeswehr. Natürlich. So weit ist die Bundeswehr gekommen, dass sie die Jungs nicht mehr richtig so dahin kriegt. Naja, da ging es. Da ging es. Hast du dich am Riemen gerissen? Ja. Da musstest du, ne? Ja. Und jetzt lässt sie wieder die Sau raus. Ja. Mann. Danke für deinen Anruf. Immer wieder. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Edith, 35. Hallo. Hallo, Edith. Nett, dass wir wieder miteinander reden. Wir haben erst vor kurzem miteinander geredet. Sag bloß. Mhm. Dann bist du die Glückliche, die ab und zu hier öfters durchkommt, oder? Ja, hab Glück gehabt, ja. Also ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Ich habe jetzt die Sendung verfolgt und bin ganz baff, wie man in anderen Bundesländern das Wort Schlampe definiert. Also hier in Bayern ist es eine ganz eindeutige Sache. Aha. Hier in Bayern, wenn jemand als Schlampe bezeichnet wird, dann hat das also nur einen, wie soll ich sagen, gibt es nur eine Definition, das ist eine Nutte, die das aus Spaß macht, ohne Geld anzunehmen, und das bedeutet gar nichts anderes. Das ist eine ganz klare Definition bei euch. Ja, so. Also wenn jemand schlampig ist, also sprich unordentlich ist, dann ist es im netten Sinne, nennt man die Dame oder das Mädchen Schlampine. Mhm. Wenn es ein unordentlicher Mann ist, dann eben ein Schlamper. Aha. Und wenn es eine unordentliche Frau ist, im negativen Sinne, dann sagt man schlampiges Weibsbild oder du schlampige Frau oder so. Aber wenn jemand als Schlampe bezeichnet wird, dann hat es immer den Hintergrund, dass diese Frau häufig wechselnde Sexualpartner hat. Aber sie muss es nicht professionell machen. Nein, im Gegenteil, das ist eigentlich nicht professionell gedacht. Ah, ja. Also eine Frau, die sich verhält wie eine Prostituierte, aber die das aus Spaß an der Freude macht, ohne Geld dafür zu nehmen. Und so denken die Bayern also?
Ja, also generell. Ich bin immer so ziemlich sicher, dass das in Bayern eine ganz eindeutige Definition ein ist. Ein Aufschrei geht jetzt durch Bayern und alle Bayern sagen, nein, so meinen wir es nicht. Nicht nee, so also ganz genau nicht. Ich glaube, wenn jetzt heute einer, den ich kennenlerne, und das ist zufällig, sagen wir mal, ein Kölner, ja. Und der würde mit mir eine Beziehung anfangen und der sagt zu mir, weil ich unordentlich bin, du Schlampe, den würde ich auf der Stelle rausschmeißen. Oh, da müssen wir aber vorsichtig sein. Da wäre die Beziehung beendet. Das ist einer der größten beleidigenden Schimpfworte, die es überhaupt gibt in Bayern für eine Frau. Ja, also... Ich habe eine ganze Menge schon wieder gelernt heute Nacht hier bei der Sendung. Wenn ich demnächst eine bayerische Freundin habe und die mir nicht das Zimmer richtig aufräumt. Und du nennst die Frau Schlampe? Ich werde sie nie Schlampe nennen, nach dem, was du jetzt gesagt hast. Das wäre fatal. Fatal. Hier in Köln würde man da vielleicht noch das als Kosewort auffassen. Weil es ist tatsächlich so, dass das Wort schlampig ja wirklich Unordnung bedeutet, also unordentlich sein bedeutet. Ja. Aber dann benutzt man das eigentlich als Eigenschaftswort, ja? Ja. Sie ist eine schlampige Frau oder, ja, wie gesagt, in Bayern sagt man ja, du schlampiges Weibsbild. Danke. Aber als Nomen ist es wirklich nur diese Definition, die ich genannt habe. Danke für diese Aufklärung aus Bayern. Tschüss, Edith. Ciao. Ciao. Jetzt haben wir den Markus und er ist 21. Hallo, ja. Markus. Hallo. Hallo? Ja, Markus, ich höre dich. Ach so. Ja, ich habe ein Problem. Ein Problem? Ja. Inwiefern? Ja, meine Mutter ist auch eine ziemliche Schlampe so in allen Sachen, so in Haushalt sauber machen und kochen und... Du wohnst zu Hause noch? Ja, ich wohne noch zu Hause. Beschreib uns deine Mutter. Ja, also... Wenn sie kocht oder was, die räumt nie auf und überall lässt sie den Dreck liegen. Ich muss immer putzen, wenn ich vom Abi nach Hause komme, also von der Schule. Mhm. Ja, und wenn ich das nicht machen würde, dann wird das da aussehen wie Sau. Mhm. Ja, und jetzt muss ich in 2 Wochen zum Bund. Mhm. Ja, und da habe ich wohl Schiss, dass das alles totaler in die Hose geht und so. Also, lebt ihr beide alleine? Ja, meine Schwester ist noch wohl da, aber die ist entweder arbeiten oder geht auf Partys. Wie alt ist die Schwester denn? Die ist 24. 24? Ja. Dann könnte die ja nur auch mit anfassen. Ja, die jetzt so, die kommt nach meiner Mutter. Das heißt, du bist da derjenige, der den ganzen Haushalt schmeißt, oder? Ja, wie? Das wird noch besser. Das ist ja mit dem Haushalt geht halt noch. Also mein Vater ist Fernfahrer, der ist vielleicht, weiß nicht, ein Wochenende im Monat zu Hause. Mhm. Ja, und jetzt ist er seit vier Monaten schleppt die auch noch andere Kerle mit nach Hause. Ach du je. Und die hält das nicht mal irgendwie geheim von mir. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich das auch noch meinem Vater sagen soll irgendwie, weil ich hänge auch wohl an meine Mutter. Mhm. Ah, jetzt. Was denkt deine Mutter sich das denn? Wie denkt die sich das denn? Du kriegst das mit und will sie, dass du dicht hältst oder wie? Ja, keine Ahnung, irgendwie interessiert die ja nicht. Die ist nur besoffen irgendwie. Das ist also echt total schlimm irgendwie. Klingt alles nicht. Drauf klar. Ja, klingt alles nicht besonders. Nee, das ist doch nicht besonders. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. War das denn immer schon so? Oder ist es in der letzten Zeit irgendwie so? Ja, das ist ja seit vier Monaten, dass sie auch noch Kerle mit nach Hause bringt. Mhm. Ja, und so schlampig ist sie eigentlich immer schon, so seit du sagst, sie angefangen ist zu trinken. Das wollte ich gerade fragen. Würdest du sagen, dass sie Alkoholikerin ist? Ah, auf jeden Fall. Seit wann denn? Oh, seit 5 Jahren, 6 Jahren. Mhm. Weil damals ist ihr Bruder gestorben und da ist sie dann angefangen zu trinken. Ja. Und jetzt stehst du vor dem Problem, A, wie verhältst du dich deinem Vater gegenüber? Ja, und B, ich muss jetzt in 2 Wochen zum Bund auch noch. Und da denkst du, da geht da alles drunter und drüber? Ja. Na gut, da ist die Schwester ja auch noch da, also ganz schön. Ja, nee, die ist kaum zu Hause, die ist selber nur irgendwie am Rumficken überall. Also das Problem ist erstmal, glaube ich, dass deine Mutter klargemacht werden muss, dass sie alkoholkrank ist, ne? Ja, das versuch mal klar zu machen. Hast du ihr das mal so ins Gesicht gesagt, dass du denkst, dass sie alkoholabhängig ist? Ja, da blockt die immer sofort ab und da kann man gar nicht mit der drüber reden, das geht nicht. Weiß dein Vater, dass sie Alkoholikerin ist? Ja, die versucht hat, immer wenn er zu Hause ist, dann versucht sie wenig zu trinken. Also zumindest darüber würde ich an deiner Stelle mit deinem Vater reden. Dass er dieses Problem auf jeden Fall kennt und dass er sich darauf einstellt. Was die Geschichte mit den anderen Männern angeht, ist natürlich eine schwierige Sache. Da würde ich auf jeden Fall auch nochmal mit deiner Mutter klar drüber reden. Ich meine, es gibt ja sicher ein paar Momente, wo sie klar ist, ne? Wo du offen mit ihr reden kannst. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, ob ich das meinem Vater sagen soll, weil der hängt auch wohl echt an meiner Mutter und ich weiß nicht, wie der darauf reagiert. Nicht, dass der da irgendwie noch Scheiße baut oder so. Weil das ist thematisiere erstmal diesen Alkoholismus. Das ist ganz wichtig. Ja? Ja, finde ich auf jeden Fall richtig, das zu machen. Und dann versuche, wenn du gar nicht alleine weiterkommst, nimm mal Kontakt mit einer Drogenberatungsstelle auf oder mit Leuten, die sich im Thema Alkoholismus gut auskennen, wie du dich da weiter verhalten sollst. Ja? Ja. Möchtest du von uns noch irgendwie Adressen vielleicht haben oder einen Ansprechpartner? Ja, das wäre vielleicht nicht. Dann leg mal auf und du wirst gleich zurückgerufen, Markus. Alles klar, okay. Dankeschön. Ciao. Jetzt begrüße ich herzlich die Karin und die ist 28. Ja, hallo. Hallo Karin. Hallo. Also,
Flampen. Wir haben heute, das ist, es gibt ja auch immer ernste Aspekte, ne, zu dem Thema, haben wir gerade gehört. Ja. Wie ist es bei dir? Ich würde eher den nicht ernsten Aspekt reinbringen. Inwiefern? Ja, meine Freundin und ich, also es ist, denke ich, so ein Einstiegsbeispiel dafür, bezeichnen uns, also ich bezeichne sie als Megaschlampe und sie mich als Gigaschlampe, mhm, weil wir den Begriff an sich positiv finden, mhm, und Spaß daran haben, unser Umfeld damit zu provozieren, mhm, zu sagen, Schlampe ist kein negativer Begriff, sondern damit auch versuchen, so Gesellschaftsnormen anzugreifen. Mhm. Wie genau macht ihr das? Was greift ihr an? Ja, ich finde das als Beispiel ganz gut, so die, du hast ja zwei Männer zu Anfang und dann die Frau. Mhm. Und ich finde es sehr klassisch, wie die beiden erstmal den Begriff Schlampe beschrieben haben. Der erste sagte, ah, meine Freundin war unsauber und so, und er als armes kleines Opfer, ne, mhm, dass er dann, ne, unter seiner Freundin da gelitten hat, mhm, hätte er ja irgendwas machen können. Und der zweite, der seine Frau einfach total auf Sex reduziert. Mhm. Und dann kommt irgendwie diese geniale Frau, die das alles aufhebt und sagt, also die dritte Gesprächspartnerin, die du dann hattest, mhm, und sagt, das ist ein positiver Begriff, mhm, das ist eine Genussfrau. Mhm. Und wobei wir natürlich jetzt auch Frauen gehört haben, die auch die Männer nur auf Sex reduziert haben, ne? Ja, das ja, hat man nur gerade ja auch, ne? Ja, aber das ist ja auch eine Genussform und das ist ja auch in Ordnung. Also, mhm, es geht mir darum, wenn ich sage, ich bin eine Schlampe, mhm, dass ich mein Leben positiv in die Hand nehme und sage, mhm, ich kann das auch einfach genießen. Was genau genießt du? Zu sein, mehr zu sein als das, was von Frauen erwartet wird. Oh, das ist jetzt aber feministische Theorie. Ich bin Feminismus. Also Butter bei die Fische, sag's mir Butter konkret. Nicht den Anspruch zu haben, schön zu sein, zum Beispiel. Aha, was heißt das? Du schneidest dir nie die Haare. Rapunzel oder was? Du gehst nicht zum Friseur. Nein, abgesehen von dieser Gesellschaftsnorm, ne? Frauen müssen groß und schlank und schön sein und ja, irgendwie in dieses Bild reinpassen. Ja. Und wenn ich dann sage, ich bin Schlampe, heißt das, ich wasche mich nicht. Ne? Das heißt es doch gar nicht. Ich kann doch auch zum Beispiel einen Tag im Minirock durch die Gegend, mhm, watscheln und am nächsten Tag in Latzhose, mhm, und Birkenstock. Also mich da nicht reinpressen zu lassen. Wenn ich, mhm, da Bock drauf habe, habe ich Bock drauf, weil ich da drauf Lust habe. Du bist also eine Egoistin. Ja, voller Genuss. Beschreib mir mal bitte, wie du heute aussiehst. Wie sehe ich gerade aus? Ja, genau, gerade. Ich habe eine Jeans an, aha, und ich habe ein schwarzes T-Shirt an, ja, und meine Haare habe ich hoch zum Dütt. Ja, ist doch okay. Ja, ist auch, ne, bequem, ist auch, ja, nett. Und gestern hatte ich einen Rock an, bis irgendwie ganz kurz, also es geht auch. Ne? Karin, gelingt es denn überhaupt noch heute durch Leute, durch so wechselndes äußeres Erscheinen, so wie du es gerade beschrieben hast, noch Leute überhaupt zu provozieren? Ist es nicht völlig normal schon, dass man sich mal so gibt und mal so gibt, im Zeitalter des Individualismus? Doch sicher geht das noch. Mhm. Ja. Das geht schon. Ja. Und wie merkst du das, dass das funktioniert? An den Reaktionen in meinem Umfeld, je, mhm, nachdem, wie ich halt auftauche. Mhm. Und ich mich selber halt auch als Chamäleon bezeichne, dass, mhm, ich sage, ich renne so rum, wie ich mich am Tag halt auch fühle. Mhm. Und dann schon ein zweiter Blick kommt und bei Leuten, die da offen mutig genug sind, das auch sagen. Also würde ich jetzt mal so zusammenfassen, was du gesagt hast. Optimale Selbstentfaltung bedeutet für dich unter Umständen auch der Begriff Schlampe. Ja, schön. Ja? Ja, ich danke dir für die Zusammenfassung. Danke für deinen Anruf, Karin. Ja. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. Jetzt ist die Luisa dran und die ist 24. Ja, hallo. Luisa. Mhm. Schöner Name. Danke. Luisa. Ja. Hey. Ja, also ich wollte erzählen, ich habe einen Mann, ja, und der ist total Schlampe. Der ist total Schlampe? Der ist also nicht irgendwie so, was ihr hattet mit Sex oder so, sondern er räumt nicht auf. Was macht er denn alles nicht? Ach, weiß Gott. Seine Sachen irgendwie, wenn er ins Schlafzimmer kommt, die schmeißt er ihm auf den Fußboden oder so. Oder, mhm, einfach auch Haushalt. Er ist absolut nicht im Haushalt irgendwie putzen oder so, ist absolut nicht seins. Und also, wenn er eben was hat, naja, dann lässt das irgendwo liegen oder so. Mhm. Was macht er? Ist er den ganzen Tag berufstätig? Ja. Ja. Ja, er kommt eben erst spät abends meistens und so. Und ich meine, er ist dann geschafft und so, und das, mhm, verstehe ich auch total. Mhm. Und ich habe auch absolut kein Problem damit. Mhm. Also du verlangst gar nicht, dass er großartig Hausarbeit mitmacht, sondern du würdest nur dich freuen über ihn, wenn er ein bisschen ordentlicher wäre. Nee, nicht mal das. Ich bin, also in meiner Familie war es immer so gewesen, dass alle eigentlich Schlampen waren. Also, mhm, meine Mutter, mein, mhm, Vater, mhm, und meine große Schwester eigentlich auch. Mhm. Und ich war immer so diejenige, der dann aufgeräumt hat und geputzt hat und die, mhm, Einzige war, die Haushalt gemacht hat. Mhm. Und ich fühle mich da total wohl. Und ich bin jetzt auch Hausfrau
Und ich weiß auch nicht, und ich blühe so richtig auf und so. Und wenn er dann was im Haushalt machen würde, es würde mich richtig ankotzen. Ach so, du willst also gar kein Haus, so ein Hausmann willst du gar nicht haben? Nee, brauch gar nicht. Was würdest du denn von ihm jetzt verlangen, als Mindestleistung? Eigentlich, also es ist einfach so, ich bin Hausfrau und ich bin eigentlich, ja, ich mache ja den ganzen Tag auch nichts weiter. Mhm. Du hast dich doch gerade beklagt, dass er so unordentlich ist. Daraus schließe ich, dass du dir zumindest wünschst, dass er ein bisschen ordentlicher ist. Nee, ich habe mich eben nicht beklagt. Ich wollte gerade sagen, ich bin total glücklich, dass er... Ach, du bist glücklich darüber? Ja. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Du bist eine Frau, eine Hausfrau, mhm, nach alter traditioneller Definition, genau, die sich darüber freut, dass der Mann unordentlich ist. Genau. Das ist ja der absolute Hammer. Jetzt kapiere ich ja erst, was hier abgeht in dem Gespräch. Mhm. Das ärgert dich nicht, wenn er alles liegen lässt und wenn er sich einen Scheißdreck darum kümmert, dass du gerade aufgeräumt hast und so weiter? Na, ich weiß auch nicht, irgendwie, ich finde es ganz toll, irgendwie sauber zu machen und so. Ich habe auch schon überlegt, ob ich irgendwie eine Arbeitsstelle noch annehme, irgendwie, wo ich bei anderen Leuten sauber machen kann, aber das ist dann nicht das Gleiche. Luisa, was gefällt dir denn so gut daran, dass er so schlampig ist? Warum gefällt dir das so gut? Ja, ich weiß nicht, weil er mich vielleicht auch ein Stück an seinem Leben teilhaben lässt. Wie, wenn er die Socken in der Ecke liegen lässt? Nee. Aber einfach, weil er dann, es ist ja auch irgendwo ein Stück Vertrauen. Dass er dann irgendwo, ja, ich kann irgendwo mein Zeug hinlegen und ich weiß ganz genau, die sorgt dafür, dass ich es wieder kriege. Du sorgst dafür, dass es gesäubert also wird, dass es wieder... irgendwo liegt, ja, dass ich dann halt dafür sorge, dass er morgen den Autoschlüssel findet. Alle Feministinnen kriegen jetzt einen Herzanfall, wenn die das hören, was du sagst, Luisa. Oh je. Ich finde Gleichberechtigung auch ganz toll. Das ist einfach so, weil ich so ein kleiner auf halt gewöhnt bin und so. Und ich finde es ganz toll. Ich bin richtig glücklich. Dein Mann macht im Haushalt gar nichts, ne? Nee, er kommt ziemlich spät von der Arbeit. Mhm. Also es ist auch beruflich bedingt. Was arbeitet er denn? Büro, also es ist hohes, ja. Verantwortungsvoll. Und ja. Bereitest du ihm dann auch alles so schön? Kochst du nett und kaufst ihm eine Flasche Bier und machst ihm das irgendwie schön im Wohnzimmer? Ja, also mit dem Kochen ist eine Sache. Ich kann überhaupt nicht kochen. Oh, das musst du aber können, also gute Hausfrau. Das würden wir aber dann von dir verlangen. Ach, also, ich weiß nicht. Wenn schon. Beklagt er sich denn nicht darüber? Nein, absolut nicht. Er findet es toll so. Aha. Also, weil er, das ist ja halt der Ausgleich dazu, ne? Aha. Und er ist auch kein großer Esser, also da haben wir es gut. Ja. Und wenn, dann gehen wir eben mal essen. Ja. Nee, es ist einfach auch so, ich wollte sagen, weil ich habe Zwillinge eben. Mhm. Und der eine ist total, kommt total nach dem Vater und der andere, also die Tochter kommt total nach mir. Mhm. Und es sind zwei Töchter. Mhm. Und die eine, die ist eben auch genauso wie der Papst. Und ich weiß auch nicht. Und die andere ist eben so wie ich. Und wir haben keine großen Unterschiede gemacht. Mhm. Es ist einfach, ich bin einfach der Ansicht, man soll es laufen lassen, wie es kommt. Mhm. Und nicht irgendwie jetzt den Kindern sagen, ja, du musst jetzt sauber sein. Ja, ist klar, ja. Ich meine, es ist ja wunderbar, wenn ihr da keine Konflikte habt. Dann habt ihr beide euch ja wirklich gefunden. Oh. Wenn dein Mann jetzt auf eine Frau stoßen würde, die das ganz schrecklich findet. Ja, stimmt. Dann wäre natürlich was los, ne? Oder wenn du letztendlich eine Meinung hättest, dass der Mann auch mit zupacken muss im Haushalt und ordentlich sein soll, hättet ihr auch ein Problem. Ja, also früher hatte ich mal einen Freund gehabt und der war eben so sehr handwerklich tätig und so und hat halt auch abgewaschen, liebend gern und so. Und das hat mich angekotzt eigentlich. Was ist denn zum Beispiel, nehmen wir mal an, ein schöner Sonntagmittag und ihr habt wunderbar gegessen miteinander und zusammen und dann geht's ans Abwaschen. Habt ihr eine Spülmaschine? Wir haben eine Spülmaschine. Habt ihr Spülmaschine? Ja, dann passt das Beispiel nicht so gut. Töpfe oder so geht ja trotzdem. Also du lässt es auch gar nicht zu, dass er ein bisschen dann, was ich jetzt mit abträgt oder dass er das Zeug zumindest in die Spülmaschine tut, das darf er alles auch gar nicht machen. Nein, so natürlich ist es nicht. Also gut, ein bisschen beteiligt er sich schon. Es ist nicht so irgendwie, dass aber er versteckt oder so ist schon. Aber eben so auch zum Beispiel die Wäsche waschen. Ja. Das finde ich irgendwie ganz toll. Und wir haben auch keine Waschmaschine. Ich mache es mit der Hand, weil ich finde es so klasse. Wie bitte? Du hast einen Vier-Personen-Haushalt ohne Waschmaschine. Mhm. Das machst du von der Hand. Mhm. Du wäschst die Bettwäsche auch von Hand. Ja. Dann hockst du vor der Badewanne und schrubbst die Bettwäsche. Nee, ich habe so einen ganz großen Topf, so einen ganz tollen. Du bist ja schnell drauf. Warum das? Ja, das finde ich völlig ungewöhnlich. Völlig ungewöhnlich. Und da hilft er dir auch nicht bei. Nee, er ist ja den ganzen Tag nicht da. Er ist ja nicht da. Das brauche ich ja auch nicht. Dann bist du doch wirklich viele Stunden, im Prinzip jeden Tag mit Waschen auch beschäftigt, ne, oder? Mhm, ja. Und das macht ja auch Spaß. Das ist Entspannung, total. Also jeder Jack ist anders. Luisa ist halt so, wie sie ist. Und ich bedanke mich für deinen Anruf. Na klar. Und wünsche dir bei deiner Hausarbeit und überhaupt in deiner Ehe alles Gute. Viel Spaß. Danke dir. Tschüss. Das ist ja abgefahren. Das habe ich noch nie gehört. Das habe ich wirklich noch niemals gehört. In der Technik, Leo Scholten. Das war unsere